Wenn ich jetzt Peter und der Wolf sage, dann weckt das sicher auch bei Ihnen Erinnerungen. Der musikalische Märchenklassiker hat nun im Linzer Landestheater eine Neuauflage. Er kommt als Ballett für Kinder auf die Bühne. Früh übt sich, wer ein eleganter Theatergast werden will. Die jungen Besucher fühlen sich im Linzer Landestheater ganz offensichtlich pudelwohl. Wird doch Sergei Prokofjews musikalisches Märchen Peter und der Wolf als actionreiches Ballett auf die Bühne gebracht. Also ich find's perfekt. Warum? Wegen den Schauspielern und dem Hintergrund und allem einfach. Mir hat sie sehr gut gefallen und am besten hat mir gefallen, wie der Wolf diese Schatten gemacht hat. Also die Musik gefällt mir und manchmal ist er einfach so witzig und ja und mehr weiß ich nicht mehr. Da ist der Wolf. Musik. Seit über 7 Jahrzehnten gehört die musikalische Abenteuergeschichte rund um einen kleinen Jungen, der den bösen Wolf überlistet, zu den beliebtesten Kompositionen, die je für Kinder geschrieben wurden. Es bietet wahnsinnig viel Tanzstoff, weil es gibt verschiedene Tiere. Und es ist für mich ein großer Spaß, eine Körperbewegung zu schöpfen, zu finden, dass der Mensch sich so ein Tier mutieren kann und das dann in Tanz zu packen. Peter und der Wolf entstand 1936 in der Absicht, Kindern spielerisch die Klangfarben eines Orchesters nahezubringen. Jede Figur des Stücks wird durch eine bestimmte Instrumentengruppe verkörpert. Für den Großvater etwa humpelt das Fagott. The reaction from the kids. How much illusion you see in the eyes when we put the Das Schönste sind die Reaktionen der Kinder. Man sieht die Illusion in ihren Augen. Das ist etwas ganz Besonderes. Denn wir Erwachsene sind schüchtern, wir beobachten nur. Die Kinder aber zeigen ihre Gefühle ganz offen. Peter und der Wolf am Linzer Landestheater. Ein ausgelassener musikalischer Reigen in märchenhaften Welten, die der Fantasie keine Grenzen setzen. Damit noch einen schönen Sonntagabend und natürlich einen guten Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen.